Hallo, ich bin Hans-Peter Zimmermann, Privatpilot für Helikopter und Flächenflugzeuge. Normalerweise kann ich das Schicksal fremder Menschen relativ problemlos bei Ihnen lassen. Aber beim heutigen Fall macht mir das ein bisschen Mühe. Je mehr ich beim Recherchieren herausfand über diese Geschichte, desto näher ging mir das. Es geht um einen Flugzeugabsturz im hessischen Bensheim, wo ein 32-jähriger Pilot und eine 19-jährige Passagierin ums Leben gekommen sind. Wir schauen da gleich gemeinsam näher hin, aber vorher, wie immer, unser gemeinsamer Blick aufs Leben. Dieser Blick aufs Leben oder die philosophische Vorbemerkung, wie ich sie in früheren Videos genannt habe, ist eigentlich aus der Überlegung entstanden, dass es mir einfach zu billig wäre, sich immer nur mit dem Tod von anderen Menschen zu befassen. Ohne Tod kein Leben, ohne Leben kein Tod. Die beiden gehören zusammen. Und der heutige Fall hat mich einmal mehr dazu gebracht, darüber nachzudenken, was eigentlich wichtiger ist. Lebensqualität oder Lebensquantität? Oder anders ausgedrückt, ist es besser, 90 Jahre lang ein langweiliges Leben zu führen oder 19 Jahre lang ein kurzweiliges, abenteuerliches mit viel neuen Erfahrungen jeden Tag? Mich macht es immer traurig, wenn ein Kommentator schreibt, dass er nach dem Anschauen meiner Videos nie wieder in ein Kleinflugzeug steigen würde. Das ist nicht die Idee. Die Idee ist, dass wir alle Freude haben am Leben, das tun, was uns Freude macht. Wenn das Fliegen nicht dazugehört, auch gut. Aber wenn es eben dazugehört, dann sollte man das auch wagen. Und die Videos auf meinem Kanal, die sollen ja genau dazu beitragen, dass das ein möglichst schönes und sicheres Erlebnis wird. So ähnlich dürften auch die jungen Menschen gedacht haben, von denen heute die Rede ist und von denen zwei leider nicht mehr leben. Die Zwillingsbrüder Johannes und Philipp Mickenbecker aus dem hessischen Bickenbach gründeten im Jahr 2016 den YouTube-Kanal The Real Life Guys. Der Kanal hat heute 1,7 Millionen Abonnenten. Johannes und Philipp, ein paar ihrer Freunde und ihre jüngere Schwester Ellie, die meistens mit dabei war, bezweckten vor allem eines. Sie wollten die jungen Leute dazu ermuntern, rauszugehen und etwas zu unternehmen, anstatt immer nur zu Hause zu sitzen vor dem Computer oder sich mit der Xbox zu vergnügen, mit einer virtuellen Welt. Zu diesem Zweck dachten sie sich immer wieder neue Projekte aus unter dem Stichwort «Davon haben wir als Kind geträumt», eine Badewanne zu einem Boot umbauen oder zu einem Straßengefährt, aus 30 Badewannen eine Rutsche vom Dach ihres Hauses in den Garten bauen, ein Fahrrad mit Flügeln auf seine Flugtauglichkeit testen oder zum Beispiel eine Badewanne als Multikopter umbauen und vieles mehr. Mit einer ansteckenden kindlichen Freude zeigten Philipp, Johannes und Ellie ihre Begeisterung darüber, was das Leben alles zu bieten hat. Allerdings lag ein Schatten auf dieser vermeintlichen Idylle. Philipp Mickenbecker hatte 2013 die Diagnose Hodgkin-Lymphom bekommen, also Lymphdrüsenkrebs. Er hatte allerdings damals sich mit einer Chemotherapie behandeln lassen und war offenbar dann jahrelang symptomfrei, hatte sich also gut davon erholt. Anfang 2018 hatten die Real Life Guys die Idee, selbst ein Flugzeug zu bauen. Und sie wollten mit diesem gecharterten, zweiplätzigen UL-Flugzeug der Marke Zodiac DX erste Flugerfahrungen sammeln. Und ich gehe davon aus, dass sie auch den Flugschein machen wollten, um später ihr selbstgebautes Flugzeug auch fliegen zu dürfen. Ich habe leider keine Zodiac DX gefunden. Ich verwende eine Bristel B23 im Simulator. Ein 32-jähriger deutscher Pilot, der damals in der Schweiz wohnhaft war, so steht es zumindest in den Zeitungen, wurde eingeladen in die Real-Life-Guys-WG, dass er ein paar Tage oder sogar Wochen dort verbringen würde, weil er wollte auch beim Bau dieses UL-Flugzeuges helfen. Für den 10. März 2018 war geplant, dass man ein paar Rundflüge durchführen würde mit verschiedenen Mitgliedern dieses Teams der Real Life Guys. Kurz vorher hatte Philipp Mickenbecker bekannt gegeben, dass die Ärzte bei ihm Rezidive seines Hodgkin-Lymphoms festgestellt hätten. Der Pilot erzählte dem Team der Real Life Guys, er habe 90 Stunden Flugerfahrung.
Er brachte gemäß Untersuchungsbericht auch leere Logbücher für alle mit und erzählte ihnen, sie könnten diese Rundflüge oder diese Schnupperflüge bereits an die spätere Ausbildung anrechnen lassen. Mit anderen Worten, er tat so, als sei er Fluglehrer. Auch was die Anzahl der Flugstunden anging, schwindelte er. In Wirklichkeit hatte er nicht 90 Stunden, sondern 71. Abzüglich der 51 Stunden, die er gebraucht hat bis zur Prüfung, hatte er also sage und schreibe 21 Stunden als PIC im Cockpit nach der Prüfung. Das ist mit Sicherheit nicht ein erfahrener Pilot. 8 Tage vor dem Unglück, am 2. März, landete der Pilot auf dem Flugplatz Bensheimer Stadtwiesen. Das ist ein Segelfluggelände und für ULs nicht gestattet. Das hätte er natürlich herausfinden können, wenn er eine anständige Flugplanung durchgeführt hätte. Am Tag darauf überflog er zusammen mit einem Passagier das Flugzeug auf den Flughafen Worms. Dabei habe er Überziehübungen demonstriert, indem er das Flugzeug steil nach oben steuerte und nach vorn abkippen ließ. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich habe immer gesagt, Notfallübungen immer nur im Beisein eines Fluglehrers und niemals mit Passagieren. Dieser Pilot sah das offensichtlich etwas lockerer. Wie gesagt, waren am 10. März schließlich mehrere Flüge mit verschiedenen Mitgliedern des Real Life Guys Teams geplant. Die Real Life Guys brachten überall Kameras an und beabsichtigten, die Videos auf ihren YouTube-Kanal zu stellen. Dass sie der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, BFU, später als nützliche Hilfe bei der Aufklärung dienen würden, daran dachte bestimmt niemand. Um 12.43 Uhr fand der erste Flug statt. Er dauerte 40 Minuten. Der Passagier berichtete auch hier davon, dass der Pilot Überziehübungen durchgeführt habe, und das war natürlich auch sichtbar in den Videoaufzeichnungen. Kurz nach der Landung um 13.50 Uhr war der nächste Passagier dran mit einem Rundflug. Wie zu erwarten war, erlebte auch er Stallübungen mit anschließendem Sturzflug und Abfangen der Maschine. Dann wäre eigentlich Philipp Mickenbecker dran gewesen. In einer Fernsehsendung sagte er, er habe sich an diesem Tag nicht besonders wohl gefühlt. Ihr erinnert euch, er hatte kurz vorher von seinen Ärzten erfahren, dass der Krebs zurückgekommen sei. Und er wollte eigentlich den Flug relativ schnell hinter sich bringen, aber seine Schwester Ellie hatte sich so sehr auf den Flug gefreut. Sie war damals noch nicht ganz 19 Jahre alt und deswegen überließ er ihr den Vortritt. Philipp Mickenbecker, dem die Ärzte also nur noch ein paar Monate oder bestenfalls wenige Jahre in Aussicht gestellt hatten, ist also da dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. Leider war das gleichzeitig Ellis Todesurteil. Hier sehen wir eine Originalaufnahme vom Start des Flugzeugs. Das ist der dritte Flug an diesem Tag um 15.20 Uhr. In der Zwischenzeit hatte es geregnet und ein erfahrener Pilot hätte sich wohl zweimal überlegt, ob er mit nassen Flügeln Überziehdemos machen möchte oder ob er das lieber bleiben lassen sollte. Dazu kam, dass dieser Pilot diese Überziehdemos offensichtlich auf sehr niedriger Höhe, um die 700 Fuß über Grund, durchgeführt hat, was natürlich unglaublich fahrlässig ist. Johannes und Philipp Mickenbecker haben laut ihren Aussagen zusammen mit ihren Freunden auf die Rückkehr von Ellie gewartet. Als sie lange Zeit nicht kam, zogen sie sich in den Hangar zurück, wo jemand sie bat, in den Tower zu kommen. Dort eröffnete man ihnen, dass es einen Flugzeugabsturz gegeben habe und dass vermutlich niemand überlebt habe. Nach dem Eindunkeln hatten sie die traurige Gewissheit. Die 19-jährige, lebensfrohe Ellie Mickenbecker, Schwester von Johannes und Philipp, war verstorben. Ich habe mir überlegt, ob ich die Szenen von der Bergung wirklich zeigen soll. Sie sind bei YouTube zu finden. Ich habe mich dafür entschieden, weil Johannes und Philipp total offen mit ihrer Trauer umgegangen sind und auch in dieser Hinsicht kein Tabu kannten. Aber die traurige Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. 2020 kamen bei Philipp die zweiten Rezidive seines Krebsleidens und im Juni 2021, kurz vor seinem 24. Geburtstag, erlag er seiner schweren Krankheit. Versteht ihr jetzt, warum ich am Anfang gesagt habe, dass ich diesmal ein bisschen Mühe habe, ein fremdes Schicksal dort zu lassen, wo es hingehört? Aber schauen wir uns trotzdem noch ein paar Details der Untersuchung an.
In der Vergangenheit war es bei diesem Flugzeug mehrmals zu Rissen im Auspuffkrümmer gekommen, sodass die Gefahr bestand, dass Kohlenmonoxid ins Cockpitinnere gelangt. Das Flugzeug verfügte aber über eine Kohlenmonoxidwarnung. Die sei auch bei einem früheren Flug tatsächlich losgegangen und der Pilot hätte gesagt, das sei normal, das komme öfter vor, man solle einfach die Fenster öffnen und daraufhin sei diese Warnung auch verstummt. Ist natürlich klar, dass die Autopsie sich als erstes darauf stürzte, also den Fokus darauf richtete, zu prüfen, ob es eine Kohlenmonoxidvergiftung gab beim Piloten. Das war nicht der Fall, das konnte ausgeschlossen werden. Vielleicht so am Rande vermerkt, die Firma Rotax, die Herstellerin des Motors, hat in einer Stellungnahme gesagt, dass sie auf keinen Fall die Verantwortung übernehme für diesen Motor, weil da seien Teile entdeckt worden, die nicht von Rotax zertifiziert seien und die letzte Motorüberholung sei durch einen Betrieb durchgeführt worden, der nicht von Rotax zertifiziert gewesen sei. Das ist für den Unfall eigentlich nicht relevant, aber es zeigt doch auch, wie nachlässig mit diesem Flugzeug umgegangen worden ist. Also wie sehr man sich quasi um Regeln und Gesetze futtiert hat. Ein weiterer Faktor, das QNH beim Unfallflug betrug 1022 Hektopascal. Der Pilot hatte aber 1010 Hektopascal eingestellt. Das ist aber auch keine Erklärung dafür, warum der Pilot auf so niedriger Höhe diese Überziehübung durchgeführt hat, denn ein niedrigeres QNH gaukelt dem Piloten eine noch niedrigere Höhe vor. Also man kann eigentlich sagen, er war sogar der Meinung, dass er tiefer flog als 700 Fuß über Grund. Die Frage bei ULs ist natürlich auch immer, warum wurde das Gesamtrettungssystem nicht ausgelöst? ULs müssen per Gesetz über so ein Rettungssystem verfügen, das also dafür sorgt, wenn man es auslöst, dass das ganze Flugzeug an einem Fallschirm sanft zu Boden gleitet. Dafür braucht es natürlich eine gewisse Höhe, damit man es überhaupt auslösen kann. Und diese Höhe hatte die Delta Mike Romeo Sierra India nicht. Die BFU kommt zum Schluss, dass der Unfall auf eine unkontrollierte Fluglage zurückzuführen sei, die der Pilot nicht beenden konnte. Beigetragen haben die geringe Flugerfahrung des Piloten und der Flug mit regennassen Tragflächen in einer geringen Flughöhe. Einmal mehr geht meine Frage an die Fluglehrer unter euch. Gibt es keine Möglichkeit, solche charakterlichen Mängel bei einem Flugschüler zu entdecken und ihn in irgendeiner Weise davon abzuhalten, weiterzufliegen? Und ich weiß, die Antwort wird wahrscheinlich lauten, das wird nicht gehen, weil wenn eine Flugschule so einen Menschen zurückweist, wird wahrscheinlich die nächste Flugschule ihn akzeptieren. Und natürlich ist es auch eine juristische Frage. Wie kann man die Grenzen festlegen? Wo soll man sie festlegen? Was sind die Kriterien, damit so einer charakterlich nicht geeignet ist, ein Flugzeug zu fliegen? Und solche Leute können ja sehr gut den Prüfungsexperten, den seriösen Piloten vorspielen und sobald sie ihren Schein in der Tasche haben, lassen sie die Sau raus. Elli Mickenbecker starb 9 Tage vor ihrem 19. Geburtstag. Ihre Brüder Johannes und Philipp drückten ihre Trauer dadurch aus, dass sie 2 Monate lang nichts auf ihrem YouTube-Kanal posteten, außer einem Song, den Elli geschrieben hatte. Der Song handelt von der Jugend, die Elli mit ihren beiden Brüdern verbracht hat, voller Begeisterung und voller Abenteuer. Elli Mickenbecker starb 9 Tage vor ihrem 19. Geburtstag. Philipp Mickenbecker folgte ihr gut 3 Jahre später, 18 Tage vor seinem 24. Geburtstag. Wenn man sich die entsprechenden Videos auf dem YouTube-Kanal der Real Life Guys anschaut, kommt man zum Schluss, dass Philipp mit sich, mit seinem Leben, mit seinem Schicksal und mit Gott im Reinen war, als er sich von diesem Planeten verabschiedete. Und für ihn war, glaube ich, klar, Lebensqualität kommt vor Lebensquantität. In einer Fernsehsendung, als ihm schon klar war, dass er nicht mehr lange zu leben hat, sagte er, es ist mir bewusst geworden, dass wirklich jede Minute im Leben kostbar ist und dass Zeit etwas ist, was man nie zurückbekommen kann.